Aha. Aha. Backstage beim CAIO heißt natürlich auch bei den Disziplinen mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und ich habe heute das Vergnügen, mit der Jana und mit der Helen zusammen beim Voltigieren mal ein bisschen auszuprobieren, mich auszuprobieren. Und ihr werdet mir ein bisschen was zeigen, oder? Ja, ganz genau. Warum haben wir denn hier kein echtes Pferd stehen, sondern ein Holzpferd? Ja, gerade zum Anfang ist es erstmal einfacher, wenn man es auf einem stehenden Pferd so ein bisschen ausprobiert. Hat das Holzpferd einen Namen, Helen? Nein, eigentlich nicht. Okay, wir müssen uns schnell einen Namen ausdenken. Sollen wir es Carly nennen? Ja. So. Oh. Hör mal, ich sitze oben. Ja, sehr gut. Ist auf jeden Fall schon mal der perfekte Anfang. Ihr macht nur nicht so komische Geräusche dabei, ne? Meistens weniger. Okay. Was mache ich jetzt? Sehr schön. Das ist der sterbende Carly-Schwan. Alles klar. Ehrlich? Ich bin jetzt schon fertig. Ich habe, glaube ich, jetzt schon einen Krampf im linken Oberschenkel vom Hochklettern. Ich gucke euch jetzt erstmal zu. Das ist die Fahne. Ganz genau. Wenn ich mir das jetzt anschaue, da fühle ich mich jetzt schon wie ein Mehlsack. Können wir denn auch mal was Spektakuläres sehen? Also sowas, was ich nachher nicht hinkriege. Ja, bestimmt. Easy, würde ich sagen. Aber jetzt, wo ich hier stehe, fällt mir auf, wie hoch das ist. Purzelt man da manchmal auch runter? Ja, also Stürze können auf jeden Fall passieren. Aber ihr habt euch noch nie was Böses getan? Nee, also beim Runterfallen nicht. Ja, dann falle ich heute auch nicht runter. Macht man so? Ja, macht man das vorher? Nee. Achso. Ich fühle mich fast, als ob ich das könnte. Und was mache ich jetzt? So eine Fahne? Ja, eine Fahne ist zum Beispiel immer eine ganz gute so Übung. So nach hinten hochschwingen, ne? Genau. Ja, genau. Versuch vorne so ein bisschen tiefer zu gehen in den Schultern. Genau. Und natürlich das hintere Bein gerade auch schön gestreckt. Und lächeln, immer lächeln. Das ist ganz easy. Und guck mal, jetzt kann ich doch hier schick sitzen. So. Ja, tada. Genau. Und du bist der Star und machst was Schönes. Sehr gut. Tada. Genau, und mach so hat man so schon was. Ne? So. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Übung. Und zwar können wir auch mal versuchen, dass die Helen sich auf deine Schultern bewegt. Traut Helen sich das? Ja. Vertraust du mir? Ja. Ja, mach mal. Genau. Einmal rüber. Genau. Nimm vielleicht die Füße mal nach hinten, dass du dich am Rücken selber so ein bisschen festhalten kannst. Genau. Mal Arme nach oben, ein bisschen lächeln, fröhlich aussehen. Also ich muss sagen, ich bin stolz wie Oscar. Ich fühle mich fast wie eine richtig echte Voltigiererin. Wahrscheinlich wird das hier beim CAIO mit mir und dem Voltigieren zwar erst, ja, vielleicht so 2098 was. Aber ich habe eine Menge gelernt. Vielen Dank, Jana. Vielen Dank, Helen. Und ich glaube, du bist froh, wenn du jetzt lebend von mir runterkommst, oder?